Wir haben wirklich einfach, was ist Abfallwirtschaft? Hä? Wir haben doch Abfalleimer, dachte ich. Bin verwirrt. Sondern wir haben tatsächlich scheinbar relativ gut durchmischte Quartiere. Also nicht hier eins in die Richtung, da wohnen nur die Arbeiter und da wohnen nur die Elite-Menschen, sondern wirklich, ja, richtig schön verteilt. Oh, so, Bürgermeisterwahl steht an. Wie sieht's aus? Wow, das ist recht eindeutig. Sogar die Christdemokraten, die uns eigentlich zwischendurch mal nicht leiten konnten, kommen in unsere Richtung. Was ist das denn für eine Olle? Wow, die Christdemokraten schlagen sich tatsächlich auf unsere Seite. Ja, das würde man sagen, wir haben gewonnen. So. Leute, wir sind kurz vor gewissen Veranstaltungen des 20. Jahrhunderts. Das heißt, die Ära, genau, die Epoche, achso, ihr seht es gerade nicht, es ist unter der Kamera, die Epoche ändert sich in 12 Monaten. Ich dachte, hä? Das ging doch erst im September los. Warum muss man jetzt schon im Januar da anfangen? Wie frech? Wie frech ist das denn? Aber es ist gerade recht gemütlich. Ich bin ja mal gespannt, was jetzt dann echt in Epoche 4 dann noch alles kommt. Wobei wir das dann das nächste Mal sehen. Denn nach der Epoche machen wir jetzt erstmal Feierabend. Noch ein bisschen auf unserem Community-TS rumschwurfen. Okay, wir sind im Mai 39. Ach so, es geht bis Januar 40. Okay, das ist noch okay. Warum habe ich hier vorne eigentlich immer noch irgendwelche Läden, die echt Probleme haben? Ich meine, gut, wir brauchen auch gerade, oder wir haben auch gerade zu viel, aber ist doch doof. Und ich finde es immer noch rotzedoof, was das denn alles gibt. Wer Demokratie verstehen will, sollte weniger Zeit in der Bibliothek mit Aristoteles und mehr Zeit in Bussen und U-Bahnen verbringen. Okay. So. So weit im Hintertreffen sind wir gar nicht. Uns fehlen die drei Dinge hier, ne? Jetzt machen wir mal Nylon. Jetzt gucken wir mal, ob die inzwischen was gegen die Gasabstellung. Ich glaube, die haben immer noch was dagegen. Aber ich könnte mir vorstellen, spätestens in der vierten soll es mal gehen. Ja, guckst du mal. Also, ne, du siehst, der Bogen hier wird immer größer von Jahr zu Jahr. Aber wenn ich da, die sind alle noch als dagegen. Also, wir lassen es noch. Aktuell können wir es uns auch noch leisten. Ich könnte mir vorstellen, Nabend Robert, ich könnte mir vorstellen, spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg, ne, also wenn der dann durch ist, dass wir dann vermutlich auch eine leichtere Position haben, das Gas abzustellen, weil uns dann vermutlich erstmal ein Haufen Geld in der Kasse fehlt und die froh sind, wenn wir irgendwas gefunden haben, um Geld zu sparen. So. Das ist irgendwie so ein bisschen wie ein Countdown, ne? So, gleich geht's los. Ich mag mich wiederholen, aber ich möchte echt nochmal sagen, ich mag unser Städtchen. Ich bin echt ein bisschen begeistert. Ich hätte nicht gedacht, dass das so gut danach im Endeffekt rauskommt. Und ich, vor allem, ne, zwischendurch, wo wir so miese gemacht haben und dann gesagt haben, so radikal erstmal die Steuern runter. Wo ich echt dachte, so jetzt ist gleich Feierabend. Und irgendwie erst nur noch zum Kaiser mussten und erstmal betteln, dass er uns Geld gibt. Aber geht gleich los. So. Und? Wäre Adenauer hier bei uns in der Sauna, könnten wir uns persönlich davon überzeugen, dass Deutschland geteilt ist, geteilt bleibt und sich nie wieder erhebt. Ein Schrecken jagte den Nächsten. Der Zweite Weltkrieg endete nicht mit einem Triumph, sondern in einem weiteren Konflikt namens Kalter Krieg. Die Welt war in zwei Lager gespalten und stand permanent vor der Gefahr der atomaren Zerstörung. Wow, was ist das denn? Wir sind populistisch? Sanft? Okay, was macht denn populistisch? Okay.
und optimistisch. Optimistisch ist immer schön. Carlas Neffe Aiden wuchs auf und konnte beobachten, wie die Welt immer besser wurde. Und seitdem ist Veränderung das große Thema seines Lebens. Also mal ganz ehrlich, wenn du 45 mit so einer Weste rumgerannt bist, wärst du aber auch standrechtlich erschossen worden. Allerdings lehnt er die Idee des Kampfes um Rechte ab und setzt sich für eine weltweite Brüderlichkeit ein, wodurch der Spieler in Konflikt mit dem Staat gerät. Aus diesem Grund besteht die Ereignisstruktur aus radikalen Ereignissen, die das Potenzial besitzen, das Spiel zu beenden, die aber die Zahl der Studierenden und der Zufriedenheit erhöhen. Was? Abgewählt, okay, die Freiheitspartei und die Fortschrittspartei, und dafür ist die pazifistische Partei Svarelias mit drin. Oh Gott. Die pazifistische Partei Svarelias hat die Wahl gewonnen. Die sozialdemokratische Partei Svarelias wurde mit 17% Unterstützung zweite. Flügellose Flugzeug, der Helikopter ist da und neue Silage entdeckt. Entwickelt. IV-Futter ist eine Art Silage, also ein Viehfutter, die besonders während langer Winter und in Zeiten der Dürre eingesetzt werden kann. Das ist natürlich schön. Noch haben wir Geld, noch brauchen wir tatsächlich Wohnraum. Jetzt warten wir mal noch ein Jahr ab. Wieso machen wir eigentlich 48 weiter? Jetzt bin ich mal gespannt, wie sieht es jetzt gleich aus. Zack! Glückwunsch! Ach je. Der Weltkrieg ist vorbei und es herrscht wieder Frieden. Bei den ersten Bürgermeisterwahlen der Nachkriegszeit wurden sie ernannt, den Wiederaufbau von Connor Kilgallen voranzutreiben. Was? Ihre Familie hat sich immer für die Bürgerrechte eingesetzt und das macht den Menschen Hoffnung. Man kann... Oh, hier müssen wir weitermachen. Wo waren wir denn jetzt? Wie kann man sie in ihrer Ansicht nach in diesen schwierigen Zeiten am besten unterstützen? In schwierigen Lebenslagen hilft den Menschen besonders die Musik. Traumatische Erfahrungen lassen sich am besten mit einem gewissen Sinn für Humor bewältigen. Die Verarbeitung von Traumata unterstützt den Menschen am besten. Humor. So, das ist schon mal schön. So, jetzt gucken wir mal. Wir brauchen tatsächlich aber immer noch... Wie geht das denn? Wir brauchen immer noch Einwohner? Also es gibt Nachfrage nach Wohnraum. Jetzt machen wir wieder Plus. Okay, und jetzt haben wir auch zu viele Mannequins da. Aber es ist weniger als gedacht tatsächlich. Ich hätte jetzt echt irgendwie... gedacht, es wird schlimmer. Jetzt läuft's wieder. Okay, also ich muss sagen, ich kenne tatsächlich sagen wir mal, Geschichten, wo es echt nicht gut ausging. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wächst hier irgendwo ein Gebäude in die Höhe? Das wäre mal ganz nett. Ah, guck mal an. Hässliche 50er-Jahre-Bauten. Na, Glückwunsch. Das kann ja jetzt lustig werden. Oh Gott. Aber die Gebäude werden höher. Bist du auch so ein hässliches Ding? Sag mal bitte nein. Ja, komm. Jetzt hier. Bau fertig. Oh, wow. Es geht schon gut los. Aber es macht tatsächlich so einen Anschein. Ich glaube, wir müssen vor allem jetzt echt mal einen Park setzen. Das ist, es ist zwar doof, aber und zwar hätte ich gerne einen richtigen Pike, weil der hat auch ein bisschen Reichweite. Guck mal da. Passt du da? Warum passt du denn da nicht hin? Dann passt du da hin. So, guck mal hier direkt neben das Gedingse. Dass wir wirklich mal das physische Umfeld ein bisschen hinkriegen. Frauen sind ganz verrückt nach Nylonstrümpfen. Da sie nicht vor Ort produziert werden, sind Nylonprodukte nur noch immer eine Rarität. Was sollen wir tun? Anfangen sie zu importieren, lokale Produktion unterstützen, versuchen einen lokalen produzierten Ersatz zu finden? Wer ist denn damit? Achso, wie sieht's denn eigentlich aus? Machen die das mit? Die machen das mit. Die Pazifisten, ey. Na, Glückwunsch. Wie sieht denn das Ding jetzt hier eigentlich aus? Die Kommunisten haben 10 Plätze. Was? Bato, danke für den Host und Abend. Na, Wohnraum wär ja nicht so schlimm. Deswegen müssen wir jetzt Wohnraum... Ja, wobei, ich habe im Osten der Stadt habe ich noch Platz. Da können wir noch Wohnraum schaffen.
Aber der Bedarf ist nicht groß genug, dass wir sagen könnten, wir machen da jetzt so, ne? Das ist sehr ausgeglichen. Also ich bin echt... Boah, ich hoffe, die Kommunisten fallen raus. Die gehen mal eher auf den Senkel. Gut. Also, Ulrigen kriegt einen Park. Das ist schon mal schön. Vor allem haben wir den hier auch bitter nötig. Und er wird hübsch. Pazifistische Haltung. Sie unterhalten freundschaftliche Beziehungen zu der pazifistischen Partei Svarelias. Der Vorsitzende bittet sie nun, gemeinsam mit seiner Partei die Abschaffung der svarelischen Streitkräfte zu unterstützen. Was antworten sie? Pazifismus ist großartig, aber wir können noch nicht auf die Armee verzichten. Würde ich mal auch sagen. Wir müssen immer auch Osten expandieren. Ja, es ist leider so. Was soll ich machen? Guck mal hier. Moment, hier ist immer. Ne? Hier, Oststadt. Und hier habe ich noch Platz. Im Osten.